Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eins der coolen Sachen an Videografie oder auch an Fotografie ist ja, dass diese Bereiche sehr, sehr vielseitig sind, weswegen man kreativ wirklich sehr, sehr viel Platz hat, um sich irgendwie auszuleben, um neue Dinge zu probieren und so weiter und so fort. Und eins dieser neuen Dinge, die man so ausprobieren kann, sind Zeitrafferaufnahmen. Das heißt, man nimmt ein langes Event irgendwie auf, so 2 Stunden, und schneidet das dann ganz kurz zusammen, und dann sieht man langsame Bewegungen sehr schnell. Das ist eine ziemlich coole und interessante Sache. Aber auch Timelapse, das können mit der Zeit ein bisschen langweilig werden. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man sie dennoch wieder so richtig, richtig interessant gestalten kann. Und das ist zum Beispiel durch Bewegung. Aber Bewegung in Timelapses reinzubringen, ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit, weil man kann ja nicht einfach einen Kameraschwenk oder sowas machen, weil eben das Zeug so schnell verschnellert wird oder so stark verschnellert wird, dass man gar nicht mehr eine flüssige Bewegung haben würde, sondern einfach total einen ruckligen Quatsch und so weiter und so fort. Und deswegen braucht man für Bewegungen Timelapses die Hilfe von Maschinen. Eine sehr beliebte Option sind da motorisierte Slider. Also man hat dann so eine Schiene, wo dann irgendwie die Kamera draufsteht, und dann hat man einen kleinen Motor am Ende, und diese Schiene fährt dann die Kamera ganz langsam von Punkt A zu Punkt B, und da hat man ein bisschen Bewegung in seiner Timelapse drin. Allerdings hat das den Nachteil, dass diese Schienen wirklich oft sehr, sehr teuer sind. Ich habe da neulich jetzt so ein Produkt entdeckt, das euch auch irgendwie erlauben soll, Bewegungen in eure Timelapse-Aufnahmen reinzubekommen. Allerdings ist das nicht ganz so teuer wie ein Slider, sondern wirklich eigentlich sogar relativ billig. Und das Ding nennt sich Flowmo, und das will ich euch heute vorstellen, weil das ein ganz kleines, praktisches Device ist, mit dem ihr eure Timelapses im Kreis drehen lassen könnt. Viel Spaß! Was einem gleich sehr positiv auffällt, ist, dass der Flowmo wirklich sehr minimalistisch verpackt wurde, denn das Ding kommt in einer kleinen schwarzen Box zu euch. Wenn man die Schachtel dann öffnet und das Gerät herausholt, stellt man auch fest, dass der Hersteller auf langweilige Papierzettel, die sich sowieso keiner durchliest, verzichtet hat. Gefällt mir. Wenn ihr euch den Flowmo im sogenannten Smartphone-Kit bestellt, bekommt ihr zudem ein Mini-Stativ mit einer abschraubbaren Universalhalterung mitgeliefert. Hier gefällt mir die unschöne, billige Verpackung nicht ganz so gut, aber hey, sie tut ihren Job. So ein Mini-Stativ hat sicherlich jeder schon mal irgendwie irgendwo gesehen, weswegen ich glaube, dass ich da nicht mehr so viel dazu sagen muss. Es ist halt ein kleines Stativ, das jetzt nicht gerade vor Qualität schreit, aber durchaus seinen Zweck erfüllt und sogar meine für eine Spiegelreflexkamera sehr leichte Canon EOS 600D gerade so stabil halten kann, und das, obwohl das Ding eigentlich für Smartphones, die ja im Normalfall sehr viel weniger wiegen, entwickelt wurde. Die Halterung ist auch nicht gerade die beste, aber sie macht, wozu sie da ist, und gibt einem die Möglichkeit, auch kleinere Kameras oder Smartphones ohne Schraubanschluss mit dem Flowmo oder einem Stativ zu verwenden. Die Bauqualität vom Flowmo selbst ist da um einiges besser, da das Ding auf mich trotzdem verwendeten Kunststoff einen relativ wertigen Eindruck macht. Aber das muss ja auch so sein, damit das Teil auch unter dem Gewichtsdruck von schwereren und größeren Kameras problemlos funktionieren kann. Aber wie genau macht man denn jetzt bewegte Zeitrafferaufnahmen mit dem Flowmo? Das geht ultra einfach. Um genau zu sein, so einfach, dass die gesamte Anleitung auf die Unterseite gedruckt werden konnte. In 2 Sprachen. Ihr nehmt einfach ein Stativ, schraubt den Flowmo auf das Stativ oben drauf, und dann nehmt ihr eine Kamera, die ihr benutzen wollt, und schraubt sie da oben nochmal drauf. Dann dreht ihr das Teil aus seiner Standardposition nach rechts. Die geniale tropfenähnliche Geräteform erlaubt es euch dabei, genau zu sehen, wie weit ihr das Ding aufdrehen müsst, um in welcher Zeit welche Winkel abzudecken. Jetzt müsst ihr nur noch die Timelapse-Software auf eurem Smartphone oder den Intervallometer an eurer Kamera starten und euch zurücklehnen, während die Aufnahme gemacht wird. Der Flowmo funktioniert übrigens rein mechanisch, was auch einige Vorteile mit sich bringt. Und zwar braucht das Teil keine Batterien, und es ist vollkommen resistent gegen Nässe, was das Teil absolut outdoor geeignet macht. Ihr merkt schon, so ein Flowmo ist schon ganz schön genial, aber richtig los geht der Spaß erst, wenn ihr euch nicht nur ein, sondern sogar 2 oder noch mehr Exemplare kauft. Ein einzelner Flowmo lässt sich ja nicht in seiner Geschwindigkeit anpassen, weswegen euch 2 aufeinandergeschraubte Geräte eine viel höhere Flexibilität bieten. Ihr könnt dann einfach die Gesamtgeschwindigkeit verdoppeln oder so lustige Späße wie die Halbierung der Geschwindigkeit nach 90 Grad oder irgendwie sowas veranstalten. Eine ganz kleine Einschränkung, die mir beim Flowmo auch noch aufgefallen
ist, ist, dass man die Drehrichtung nicht umkehren kann, was aber auch einfach durch die grundsätzliche Bauart bedingt ist und nicht wirklich realisierbar gewesen wäre. Aber ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal meine Klappe und zeige euch ein paar Aufnahmen, die ich mit dem Flowmo in Kombination mit meinem iPhone 5 gemacht habe, und danach sehen wir uns bei einem kleinen Fazit wieder. Bis dann! Kommen wir doch mal zu einem Fazit. Ich kann sagen, der Flowmo gefällt mir wirklich richtig gut. Das Ding ist klein, das Ding ist praktisch, das ist einfach zu benutzen, kostet nicht viel und bietet einem einige kreative Möglichkeiten, um irgendwie seine Timelapse-Aufnahmen, seine Zeitraffer-Aufnahmen kreativer zu gestalten, und alles in allem ist es einfach wirklich in meinen Augen ein cooles Produkt. Natürlich nicht für jeden, man muss sich für Fotografie und so weiter interessieren, ist vollkommen klar, aber für Leute, die sich dafür interessieren, ist der Flowmo schon ziemlich cool. Die Preise gehen meiner Meinung nach auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, 25 bzw. 30 Euro sind für so ein geniales Produkt, zumindest meiner Meinung nach, wirklich nicht zu viel verlangt, gerade weil es auch nicht sonderlich viele gute Alternativen zu dem Produkt irgendwie auf dem Markt gibt. Also wie gesagt, meiner Meinung nach sind die Preise ganz schön in Ordnung. Aber aufgepasst, es gibt noch eine besondere Aktion für euch. Und zwar habe ich Kontakt mit den Leuten, die den Flowmo herstellen. Und ich habe mit denen ausgemacht, dass ihr 10% Rabatt auf den Flowmo oder das Flowmo Smartphone Kit bekommt, wenn ihr auf ihrer Webseite das Ganze kauft und beim Warenkorb, wenn ihr dann bezahlen gehen wollt, den Code FelixBar94 angebt. Der Link ist auch auf jeden Fall nochmal unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr euch für das Produkt interessiert, könnt ihr einfach draufklicken, dann am Ende FelixBar94 eintippen und 10% sparen. Der Code gilt auch, glaube ich, nur für die ersten 50 Leute oder so. Ich glaube auch nicht, dass wirklich mehr als 50 Leute von euch diesen Code brauchen werden. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, falls ihr das Video ein bisschen später schaut und schon das Video ein bisschen älter ist zu dem Zeitpunkt, wo ihr schaut, und irgendwie der Code nicht mehr funktioniert, wisst ihr nur, woran es liegt, wollte ich euch nur nochmal Bescheid sagen. An dieser Stelle bedanke ich mich aber nochmal recht herzlich fürs freundliche Zuschauen bei euch. Hat mal wieder sehr Spaß gemacht, dieses Video zu produzieren, und falls es euch auch Spaß beim Zuschauen gemacht hat, würde ich mich auf jeden Fall über ein bisschen Feedback freuen. Ihr wisst, was zu tun ist, Daumen nach oben oder Kommentar unten schreiben, da freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video. Wisst ihr, was das Tollste an dieser weißen Wand hier ist, vor der ich gerade filme? Ich meine, es gibt viele weiße Wände, vor der ich filme, aber das Tollste an der hier ist, dass sie draußen ist und ich deswegen hier direkt Trauben pflücken und essen kann. Ich meine, ist das nicht toll?